Mein Name ist Michael Reckwort, ich arbeite bei PowerShift als Koordinator des Arbeitskreises Rohstoffe und PowerShift ist hier im Haus der Demokratie und Menschenrechte angesiedelt. Rohstoffgerechtigkeit klingt erstmal wie ein sehr großes Wort. Es geht vor allen Dingen erstmal darum, dass jeder Mensch einen gleichen Anteil im Grunde verdient an Rohstoffen und am Konsum von diesen Rohstoffen. Das Problem ist, dass die Verteilung von Rohstoffen ungleich verteilt, also Rohstoffe sind ungleich verteilt. Gerade metallische Rohstoffe finden sich in Deutschland gar nicht. Wir sind fast zu 100% von Importen abhängig. Gleichzeitig verbrauchen wir in Deutschland das 5- bis 6-fache von dem, was als global gerecht angesehen wird. Die alternative Rohstoffwoche findet zum ersten Mal statt. Die Idee ist im Grunde auf die Auswirkungen des Bergbaus im globalen Süden aufmerksam zu machen. Das passiert in unterschiedlichen Dingen. Wir machen Filmvorführungen, wir haben Diskussionsrunden, wir haben Workshops, wir haben aber auch Theaterstücke oder Ausstellungen und versuchen einfach ein anderes Bild zu geben als das, was in den Medien im Grunde hauptsächlich vorherrscht. Denn da geht es immer wieder darum, dass wir möglichst günstig unsere Produkte herstellen können und möglichst günstig halt die Rohstoffe importieren können. Und wir sagen, naja, im Grunde ist das nur ein Teil der Wahrheit, weil vor Ort, was dort geschieht, muss uns im Grunde auch interessieren. Und wir versuchen halt durch Bilder, durch Aktivisten, Aktivistinnen, Umweltschützer, Umweltschützerinnen, die wir aus dem globalen Süden auch einladen und hier haben in dieser Woche, das ganze Bild oder einen anderen Teil des Bildes auch zu zeigen und in die Wahrnehmung zu bringen. Bei uns im AK Rohstoffe arbeiten verschiedene Organisationen, die auch zu unterschiedlichen Themen arbeiten. Die einen arbeiten eher zu Extraktivismusdiskussionen in Lateinamerika, die anderen arbeiten zu Erdöl im Tschad oder zu Menschenrechtsverletzungen in asiatischen Minen. Und ich glaube, dass halt das eine Stärke des Arbeitskreises ist, dass wir sehr viel verschiedene Expertise haben und diese auch durch unterschiedliche Veranstaltungen, Ausstellungen etc. In dieser Woche halt repräsentieren. Ja, mein Name ist Claudia Tatschung-Kaiser. Ich bin Koordinatorin der Arbeitsgruppe Tschad. Tschad ist ja ein Land sozusagen mitten in Afrika, ein Landlocked Country, was keinen Meerzugang hat und sehr groß ist. Im Süden vom Tschad ist vor über 10 Jahren Öl gefunden worden. Und das hat eigentlich zu einer großen Veränderung geführt. Das Modellprojekt der Tschad-Kamerun-Pipeline ist ein ganz besonderes Modellprojekt, weil die Weltbank hat dort einzigartig, wirklich modellcharaktermäßig, Instrumente geschaffen, die dafür sorgen sollten, dass wirklich die Armutsreduzierung, also eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, stattfindet. Was ist geschehen? Das Gesetz der 5%, die zurückgehen sollen in die Erdölregion von den Erdöleinnahmen, das ist teilweise sehr wohl dort angekommen, aber teilweise eben auch nicht. Und ein Beispiel dafür ist eben diese Situation in der Schule, die hier die Lehrerin Denise erlebt und erlebt hat. Sie wollten gerne einen neuen Klassenraum auch haben. Der Klassenraum, der wurde nicht gebaut, aber stattdessen wurde für die Direktion wurde ein kleines Haus gebaut. Also sozusagen das, was im Grunde für die Allgemeinheit, also sprich für die Kinder, nötig war und auch angefragt war. Und dafür gab es Geld. Das wurde sozusagen entschieden von denen, die entscheiden können, nämlich die obersten Direktor von der Schule, zu sagen, ich brauche aber besser mein eigenes Haus und dann bekommt ihr mal den Container als Klassenzimmer. Und die tschadische Regierung hatte mit diesen Erdöleinnahmen im Grunde die Möglichkeit, die Weltbank auszubezahlen. My name is Oinati Remadi. I'm an anthropologist. I'm here to present my first book. And the book has been published by Cartala, and it's about oil and social change in Tschad. When you see this old man, you know, standing in front of this kind of oil drill, and you can see also that this oil drill is a little old also. And I will use this to explain what I call the oil dream in Tschad, you know. Just after the independence, the first Chadian government have been, you know, drawing from oil as a source of resources to start the development of the country.
Then some months ago, people discovered, you know, a lot of oil spill, a lot of crude oil spill, just in the nature like this, you know. And this is totally against all the standards in oil production. And there should be no oil spills. And according to the, you know, to the environment management plan in Chad, all the pipelines should be buried in order to avoid those kind of spills. And all the pipelines should be monitored very regularly and carefully in order to avoid those kind of spills or to react very fast to all those kind of spills. All those things could have been avoided if there was a real control on those companies. This is first. And if those companies themselves are respecting some basic ethical rules, this can also be avoided. But people like this one, you know, they have been there from the beginning of the oil drill. So they see the first companies entering their villages. They see also the way they start, you know, taking farms from that time. They also see how they start drilling the first, you know, wells, etc. And then after some more than 40 years, they see new companies coming again. And this time coming really on the field, taking the farms. And they can now see that, you know, what they have been dreaming for from since long time came to the reality, but the dream, you know, it's not the dream they have been expected. It's something else and it's more a nightmare than a dream. Was hat jetzt der Tschad direkt, die Erdölförderung dort vor Ort, was hat das hier mit uns zu tun? Es hat exemplarisch sozusagen mit uns zu tun. Und zwar insofern, als dass wir als Industrienation und Konsumgesellschaft ganz viele Produkte haben, in, ja, die eigentlich ohne Erdöl nicht auskommen. Also wenn wir zum Beispiel einfach nur das Plastik nehmen, was wir haben. Wo haben wir überall Plastik? Überall im Plastik sind Teilstoffe sind aus Erdöl gewonnen. Das ist das eine, das sind sozusagen die verarbeiteten Produkte. Und das andere, das ist natürlich, was wir haben. Wir haben eine große Mobilität und auch unsere Konsumgesellschaft hat eine große Mobilität, was zum Beispiel die Herstellung der Kleidung angeht. Wenn man sich bedenkt, dass manche T-Shirts, einmal die werden von einem Land zum anderen gebracht, nach Bangladesch, da werden sie genäht, woanders werden sie gefärbt, dann werden sie immer hin und her geschickt. Also wie viele Transportwege sozusagen da in einem Kleidungsstück alleine drin enthalten sind, das machen wir uns ja nicht bewusst oder haben wir eben auch nicht bewusst. Aber das muss mit bedacht werden. Und da hat sozusagen das Erdöl jetzt gerade im Tschad besonders, also es ist jetzt nicht, dass jetzt der Tropfen Erdöl vom Tschad jetzt zum Beispiel hier nach Deutschland kommt und deswegen die Verbindung ist. Nee, es ist eher so, dass das Erdöl schlechthin eben wirklich eine Grundlage unserer Industriegesellschaft ist, unserer Konsumgesellschaft, und dass wir dadurch ja einfach aufgerufen sind, damit sorgsam und wertvoll, also wertgebend umgehen. Mein Name ist Utz Eberts und hinter mir befindet sich gerade in Action, in Bewegung, eine Gruppe von Laienschauspielerinnen, die für die Arbeitsgruppe Tschad ein interaktives Aktionstheaterstück vorbereitet. Ich sag dir, meine Neurodermitis, die kommt hundertprozentig von diesen Plastikklamotten. Auch mit dem Erdöl kann ich gar nicht glauben, Ja, Erdöl hat ganz, ganz viele Bestandteile und einer davon wird eben verwendet, um solche Fasern herzustellen. Das Thema unseres Aktionstheaters ist im Großen und Ganzen Rohstoffgerechtigkeit. Wir bereiten dieses interaktive Aktionstheater vor, um auf der Fachveranstaltung der Arbeit Tschad in wenigen Tagen einen Denk- und Handlungsanstoß zu geben. Sie müssen doch in den Müll einfach werfen. Was machst du denn hier? Du kannst doch nicht und lass doch mal den Müll. Du fährst den Müll an und du schreist fremde Leute an. Was ist mit dir los? Es geht bei Theater darum, dass Menschen in einem Raum beieinander sind, zueinander in Beziehung kommen. Es geht um Vertrauen. Das sind wesentliche Elemente auf der Bühne. Und dies zusammenzubringen mit dem Thema Rohstoffgerechtigkeit ist für uns zentral.
Und darum geht es in unserem Stück. Es geht um Freundinnen, die ihren Konsum überlegen und darüber in Konflikte, in alltägliche Konflikte miteinander geraten. Oh Marie, ey, du denkst immer nur an dich, ey. Wir wollen jetzt shoppen gehen. Nein, weißt du was, für dein Fummelzeug, da werden Leute in Bangladesch und Tschad und keine Ahnung wo ausgebeutet. Erdöl wird verschwendet, nur für dein scheiß Modebewusstsein. Wenn ich das jetzt kaufe oder nicht, ist doch voll egal. Ich meine, es wird sowieso produziert. Irgendjemand kauft, damit rettest du die Welt auch nicht. Was, ey? Nee. Wir gehen jetzt ins vegane Café und zwar, weil wir das wollen und weil wir uns bewusst dazu entschieden haben. Und du kannst ja deinen Plastikscheiß weiter. Wir spielen sie einmal so, wie wir sie vorbereitet haben, um unsere Geschichte zu vermitteln. Und wir spielen sie ein zweites Mal für die Zuschauer, um den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit zu geben, zu interagieren. Ja, so, das ist sehr schön. Im weiteren Sinne bietet es die Chance, dass Probleme des alltäglichen Lebens, in unserem Fall im Zusammenhang mit Rohstoffgerechtigkeit, gemeinsam in einer Gruppe durchdacht werden können und alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Der ganz neue Trend, so. Dass so die Leute, die haben immer das Gleiche mit dem Sinn, das ist ein super schöner Schnitt. Ja. Aber was ein bisschen Neues, was ein bisschen Frisches, ich glaube, das kommt auch gut. Und das ist das, was nicht alle haben. Also, weil das sieht man ab und zu mal, ich bin sicher, du hast das vielleicht ein oder zweimal schon auf der Straße gesehen. Aber das andere ist wirklich neu und das ist der absolut neue Trend, das heißt, man muss auch ein bisschen öko sein. Was persönliches Engagement angeht, gibt es unterschiedliche Wege. Das eine ist ganz privat einfach mal bei einem Unternehmen, das ein Produkt herstellt, nachfragen, wo kommen eigentlich die Rohstoffe aus diesem Projekt weg? Und sich vielleicht auch nicht mit der ersten Antwort einfach abspeisen lassen, weil die werden wahrscheinlich schreiben, dass sie das nicht wissen oder sagen können. Aber da einfach nochmal nachhaken und das kann man auch als ganze Schulklasse machen oder vielleicht auch mal jemanden aus dem Unternehmen einladen und da nochmal gezielter nachfragen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns hier, sage ich mal, im globalen Norden auf den Weg begeben, weil wir auf einer Welt leben, auf einem Globus und im Grunde diesen Globus schon mehrfach verbraucht haben. You know, oil is not what they see here in the at the stations. It's not just coming from those tanks over there. It's coming from a long way, and it's not something coming like the rain or the snow, but it's coming from a lot of suffer, and a lot of people have been suffering from that. And the first thing to do here, from themselves, is to adopt a kind of responsible way of doing, linked to the consumption of fossil energy. Mich hat an der Thematik und vor allen Dingen an der Herangehensweise per Theater an die Thematik interessiert, dass man auch die Sicht nach innen hat, also sich persönlich mit dem Thema auf einer emotionalen Ebene auseinandersetzt. Also dass man tatsächlich jetzt im realen Leben immer noch dran denkt und dass man wirklich immer dran denkt, man hat eine Entscheidung, ob man jetzt das Plastik, in Plastik eingepackten Äpfel kauft oder die losen Äpfel oder so. Also man setzt sich einfach auf so einer realen Ebene damit auseinander, dass es eigentlich echt beeindruckend ist. We all of us have to be activists. You know, everybody can do something. I mean, if all of us we try something at the end, we may change things, I think.